angekommen. Sind die schon da? Hallo, herzlich willkommen zu Frank am Freitag, heute mit Anton. Wenn Anton dabei ist, machen wir Pakete auf. Dann machen wir das mal. Der Fender ist da. Ein Fender. Und ein Lichtset, was ich euch letzte Woche schon gesagt habe. 15 Euro TRX4 Lichtset. Und das war's. Fertig. Ist da Auto drin? Da ist ja noch eins. Das ist aber schwer. Warum ist denn das so schwer? Weiß ich nicht. Hast du so ein schweres Auto bestellt? Ach so, jetzt weiß ich, was so schwer ist. Eine Easy Run Combo Max 5 1100 kV. Für wen? Für wen? Für welchen? Für den X-Max da hinten. Ah. Müssen wir einbauen. Ja. Machen wir doch, kein Problem, oder? Ja. Und jetzt, das worauf du so lange gewartet hast, du freust dich ja voll. Ein Vortec Hot Rod. Den wolltest du gesehen, ne? Ja. Den Defender brauchen wir ja nicht auspacken, den kennen wir ja schon, oder? Ja. Gut. So. Also, das Lichtset für TRX4, 15 Euro, sehr empfehlenswert. Für den Fender, genau. So, das sind Killer Buddy Karo Pins mit Drahtseil, die finde ich ganz gut. Und diese Rahmenteile, wir machen die mal eben auf, okay? Die sind vom TRX6 Mercedes Metall. Da bauen wir unseren Anhänger mit. So, dann machen wir mal den Hot Rod auf. Hoffentlich ist der blau, ne? Ja. Du wolltest einen blauen, oder? Zieh mal, halber fest, zieh. Ja! Hab ich Glück. Zum Glück? Ja. Okay, warte, Zange. Ja! So, warte, hier sind Klammern. Zack. Und zack. Jetzt. Da ist er. Das ist immer das Schönste. Ein neues Auto auszupacken, ne? Immer Anleitung, Aufkleber, alles dabei. Und wie bei den Brushed Modellen von Praxas, das war die ganz eine TQ. Das muss noch weg. Guck. Ohne Ei. Guck. Ja, mach ab. Oh. Schön. Schön, ne? Musst du ganz gut aufpassen mit der Fahrt. Wow. Ja, die Karosserien von Traxas, die sind halt echt schön. So, und das ist auch so wie bei dem anderen, die wir haben. Ja. Bei dem. Ja. Man kann die hier vorne so reinschieben. Und hinten mit zwei Klammern festmachen. Natürlich will ich damit auch fahren. Der ist aber schnell. Ich fahre doch eh damit langsam. Fährst du vorsichtig? Ja. Okay. Ich mache hier einen Unfall, okay? So. Ulala.
Schönes Auto, ne? Ja. Und den haben wir ja nur gekauft. Das für den Anhänger. Für den. Psst. Genau. So, der ist genauso groß wie der Anhänger. Der Hot Rod. Yep. Genau gleich groß. Cool? Ja. Gut. Dann haben wir den X-Max fertig gebaut. Da habe ich ein Video zugedreht, ein bisschen Zeitraffer drin, damit es nicht so lange dauert. Trotzdem sind es 18, 19 Minuten geworden. Zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei. Die Teile habe ich mittlerweile alle bekommen. Da liegen sie. Und wir fangen an mit der mittleren Antriebswelle für den X-Max. Diese gibt es von Vitavon und ist speziell für das Alu-Chassis. So, jetzt habe ich mir das Ding angeschaut, habe dem Jonas Bescheid gesagt, habe gesagt, Jonas, komm, das müssen wir irgendwie auch in das Kunststoff-Chassis einbauen. Also habe ich dem Jonas die Welle geschickt. Ein paar Tage später kamen wir zurück mit diesem kleinen Ding hier. Ein Adapter aus 3D-Druckmaterial und diesen können wir hier einsetzen. Den kann man sogar festdrücken. Dann können wir die Halterung einsetzen. Schnappt ein. Dann die beiden Wellen von beiden Seiten reinstecken. Kurz ausrichten. Ein paar Millimeter Spiel habt ihr. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist 4 Löcher bohren. Sitzen unter dem originalen Regler und mit einer Mutter festziehen und gut ist. So, dann habe ich euch letzte Woche im Video gesagt, dass ich diese Welle einfach so ohne weiteres, ohne großen Aufwand nachträglich einbauen kann. Das war ja gelogen und zwar dieses Lager ist das Problem. Der Triebling für vorne wird mit diesen beiden Lagern gehalten. Und mein Plan war es, den Triebling raus und dann ganz bequem die Welle da durchzuschieben. Passt auch. Aber die Welle hat von beiden Seiten die Sternaufnahme. Der Triebling hat ebenfalls die Sternaufnahme. Deswegen brauchen wir dieses Teil. Wird hier drauf geschoben und der Triebling reingesteckt. Und dieses Teil passt nicht durch das kleine Lager. Deswegen musste ich den ganzen Rotz wieder auseinanderbauen. Das habe ich schon mal gemacht. Und jetzt bauen wir es zusammen wieder ein. So. Da ist er. Als erstes nehmen wir die hintere Welle und die Halterung und schieben sie ins hintere Diff oder ins zentrale Diff. So. Beim Vitavon-Chassis ist das Schöne, dass wir hier Gewinde drin haben. Das heißt, ich brauche hier einfach nur die Schrauben reindrehen und fertig. So, die Welle muss mit Triebling, Moment, mit Adapter hier durch, hier rein. Genau. Schauen wir mal, ob das alles passt, so wie ich mir das vorstelle. Fast da rein, größeres Lager, fast da rein, Triebling, passt, also alles gut. Okay, also Schrauben rein
und weiter geht's. Dann wollen wir uns mal vorne wieder alles zusammen fummeln. So, war doch gar nicht so schlimm. Die Kabel habe ich mit Schrumpfschläuchen vorgebogen, dass die in der seitlich weggehen. Hintergrund. Jetzt passt die Karo nicht ganz drauf. Die Karo geht genau hier über die Lüfter. Also hier ist schon Luft, aber so. Gut, dann womit machen wir weiter? Dämpfer, oder? Und zwar bekommt der die guten Dämpfer. Wie soll es auch anders sein? Nur das Beste vom Besten. Mit Chassisstreben vom Jonas. Was vergessen. Und zwar diese Teile. Da sind die Hinge-Pin-Halter schon mit dran. Das ist vorne. Ist das vorne? Ja. Okay, so. Passen natürlich auch ins originale Kunststoffteil. Gut, also, so. Das passt da so geil drauf, ne? You're the
Dann White Kid Arms. Wo ist vorne? Das ist hinten. Und M2C Pins. Den schon einhängen. Nummer 1. Nummer 2. Wer sie noch nicht kennt, die Vitavan-Radträger, da sind 1, 2, 3 Lager drin, riesige Lager. Und das sind die Whitemax Antriebswellen, die haben Stahl-Stubachsen und die haben einen Mitnehmer mit Pin und Madenschraube. Ich habe es schon mal vormontiert. Habe ich es jetzt einfach So, was fehlt? Die Radmuttern fehlen. Und bevor wir die festschrauben, machen wir die Felgen drauf. Und das war's.
findet sogar noch gut. Haben wir noch irgendwelche Teile? Das ist das Lichtmodul. Stellen wir mal hier rein, damit ich es nicht vergesse. Und ich glaube, dann sind wir fertig. Jupp. Geilo. Richtig geilo. Ich räume mal ein bisschen auf und dann zeige ich euch mal im Detail. So, wir haben die Felgen mit Proline Trenchern. Wir haben das White Kit mit Antriebswellen und dreifach gelagerten Radträgern. Wir haben ein Bumper mit LED. Wir haben die Proline Dämpfer. Wir haben die Chassisstrebe von Jonas Max 4 Combo mit GRC Lüfter. Wir haben die mittlere Chassisstrebe mit ESC-Halter und Receiverbox von Vitavon. Wir haben das Vitavon Chassis, Bulkhead, Lenkung und Lenkungsstrebe, einstellbare Spurstangen, Proline-Dämpfer, vorne auch LEDs drin. Wir haben das Ritzel-Set, Motorhalter, Getriebeabdeckung und Ritzelabdeckung von Vitavon. Wir haben das Bulkhead-Cover von Vitavon. Wir haben die doppelschlitzigen Drive Cups. Was haben wir noch? Wir haben bestimmt noch irgendwas. Aber die Diff-Gehäuse und Differentialräder haben wir von Vitavon verbaut. Also der hat eigentlich alles. Ich kann euch mal eine Liste machen. Aber der hat alles. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was das Ding jetzt gekostet hat, aber ich glaube, wir sind sehr nahe an den 6.000. Und damit ist das Thema Super X-Max abgeschlossen. Es fehlen noch die Rockslider in Orange, passend zu White Kit. Die kommen mit der Lieferung hoffentlich nächste Woche. Also, bin mir sicher nächste Woche. Und dann kommt der Jonas noch und baut seine 3D-Druckteile ein oder an. Und wenn das passiert ist, gibt es eine kleine Überraschung. So, ich habe hier ein bisschen umgebaut. Ich hatte hier vorne eine Carrera-Bahn und so eine L-förmige Tresen. Und das habe ich jetzt gerade gemacht und ein bisschen vertieft, so dass ich mehr Platz habe. Da passt dann auch ein X-Max vernünftig drauf. Da kann man da ein bisschen dran arbeiten. Das mache ich noch alles schön. Und dann habe ich für den Hauler noch dieses. Und wenn man so etwas kauft bzw. bestellt, dann sollte das Vorhaben eigentlich klar sein. Dazu demnächst mehr. Sobald alle Teile da sind, fange ich damit an und dann halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Gut, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.